Eine von diesen Kräften ist Koyach Hadibur. Das ist die Kraft der Sprache. Okay? Jetzt wissen wir natürlich, dass nicht nur Frauen der Sprache fähig sind. Anderes, was wir heute erkunden werden an der Sprache, was eigentlich sehr, sehr weiblich ist und was uns hoffentlich helfen wird, uns selbst und unsere Beziehungen effektiver aufzubauen. Es steht, dass der Welt wurden 10 Anteile der Sprache gegeben und von diesen 10 Anteilen wurden 9 an die Frau gegeben. Das heißt, 1/10, wir wissen, das ist Matsudaka, das wurde an die Männer gegeben und 9/10 wurde den Frau gegeben. Tatsächlich wissen wir, dass klassischerweise Frauen viel mehr reden als Männer. Jetzt müssen wir gucken, da das so eine starke und so eine also potenziell mächtige Kraft ist, die wir besitzen, was wir damit eigentlich machen können. Und dafür gucken wir zuerst ins Hebräische, Dibur, ja, die Sprache an sich, ja, Koyach Hadibur, die Kraft der Sprache. Dibur auf Hebräisch hat dieselbe Wort wie Dvar, eine Sache. Okay? Warum hat eine Sache und ein Wort diese Buchstaben, warum wird es fast gleich ausgesprochen? Weil unsere Worte die Kraft haben, praktisch Sachen zu sein. Unsere Worte haben die Kraft, praktisch so wie materiell zu sein. Okay, und wir wissen, es gibt genug Forschung heutzutage, dass wenn bestimmte Worte ausgesprochen werden, dass sich darum sogar die Chemie von einem menschlichen Körper verändert. Wenn ich Ihnen sagen würde, sauer, ja, es würden sofort sogar einige der Zellen in der Zunge reagieren auf sauer oder auf süß oder auf Schmerz. Okay, das heißt, unsere Sprache ist in der Lage, die Realität zu verändern, obwohl sie eigentlich nicht physisch ist. Aber das ist etwas, was extrem, extrem mächtig ist und womit wir sehr, sehr aufpassen sollen. Jetzt, wir haben einen Bereich in dem jüdischen Gesetz, der mit der Sprache als solches zu tun hat. Das heißt, was gesagt werden darf, was absolut verboten ist zu sagen und wie wir das genau sagen. Der bekannte Abteil sozusagen von diesen Gesetzen sind die Gesetze von der Lashon Hara, die eigentlich nicht das Thema von unserem heutigen Abend sind. Ich werde das nur ganz kurz erklären, damit wir verstehen, wie das insgesamt aufgebaut ist. Lashon Hara, das sind Lashon heißt Zunge, Ra heißt böse. Okay, das ist also böse Zunge. Es ist verboten, eigentlich absolut verboten, und es werden damit mehrere Gesetze aus der Tora übertreten. Es ist verboten, etwas Negatives über eine andere Person zu sagen oder etwas Positives, was aber negativ ausgelegt wird. Das heißt, es ist nicht erlaubt, etwas über einen anderen Menschen zu sagen, was eigentlich negative Auswirkungen hat. Es sei denn, es gibt einen offensichtlichen und klaren Grund, warum das erlaubt ist. Zum Beispiel, ein Beispiel wäre, wenn ich weiß, dass jemand ein unehrlicher Geschäftspartner ist und ich weiß, dass mein Freund möchte gerne einen Business-Deal machen. Okay, dann habe ich das Recht, diese Information zu sagen, mit Vorbehalt, dass ich das natürlich, er musste selbst überprüfen, aber es wäre erlaubt für mich, das zu erzählen. Einfach so darf das nicht erzählt werden. Das heißt, Lashon Hara, die böse Zunge, also dieses Gesetz besagt, ich darf nichts sagen, okay, und das mit sagen meint auch natürlich schreiben oder nicken oder irgendwelche Zeichen machen, es ist nicht nur ein Wort. Ich darf nichts bewirken sozusagen, was einen negativen Outcome hätte, was ein negatives Ergebnis für sich hätte. Okay? Jetzt. Und viele Leute sagen, Lashon Hara, okay, sehr gut. Es ist extrem schwer, sich daran zu halten. Es ist leichter in Kreisen, wo das mehr natürlich angebracht ist. Also zum Beispiel in meinem Freundeskreis ist es total normal, dass wenn jemand sogar nur anfängt, etwas annähernd Unpassendes zu sagen, dass sofort andere sagen, weißt du was, hör damit auf, das geht jetzt total in die falsche Richtung. Okay, weil das angebracht ist, keine Plotkes, keine Nachrichten zu verbreiten. Es ist unnötig, man redet nicht über andere Menschen. Okay, das ist eine bestimmte Sprachkultur, die wir entwickeln, außerhalb des Hauses, aber natürlich im Haus genauso. Meine Babys, okay, sogar mein 2,5 Jahre altes Baby, sie spricht so extrem viel. Und sie würde sagen, jemand fängt an, etwas zu erzählen. Ich sage, Lashon Hara, das darf man nicht erzählen. Das ist etwas, was nicht bei uns angebracht ist. Okay, jetzt, wir haben einen interessanten Gedanken in der Tora, dass jedes Mal, dass eine Person etwas Negatives macht, okay, wird diese Person eine Konsequenz natürlich dafür haben, dass dieses Negative gemacht wurde. Aber interessant ist für uns, das ist ein
zweite Konsequenz dafür geben wird. Und diese zweite Konsequenz ist, für das Positive, was hätte in dieser Zeit gemacht werden sollen, aber nicht getan wurde. Okay, das nochmal. Das heißt, wenn ich etwas Negatives mache, ich werde eine Konsequenz dafür bekommen, dass ich dieses Negative gemacht habe, aber ich werde gleichzeitig auch eine Konsequenz bekommen, weil in dieser Zeit, ich hätte diese Zeit benutzen sollen, um etwas Positives, um etwas Produktives wirklich zu schaffen. Okay, das heißt, es gibt zu Lashon Hara ein Gegenteil, okay, und dieser Gegenteil heißt Lashon HaTov. Das ist die Sprache, die gut ist. Und das ist das, was wir heute eigentlich im Detail besprechen werden. Lashon HaTov, die Sprache, die gut ist, die Sprache, die produktiv ist. Okay, das heißt, es ist verboten, schlechte Sachen zu sprechen. Es ist verboten, unnötig Destruktives zu machen. Okay, und wir haben, die das noch nicht gehört haben, vor 2 Wochen ganze Lektion darüber gehabt, speziell jetzt über Kritik, wie man kritisiert, welche Regeln es dazu gibt und so weiter. Das sind Sachen, die teilweise, Kritik ist ein bisschen was anderes als Lashon Hara, aber das sind Sachen, die notwendig sind, manchmal. Aber das sind nicht die Sachen, die eine Beziehung aufbauen. Okay? Wenn eine Beziehung nur auf so einer Kommunikation aufbaut, wird das natürlich nicht sehr lange da sein. Das heißt, Lashon HaTov und insbesondere in Sicht von Koyach HaDibur, von der Stärke der Sprache, das ist eine Kraft, die jede Person und insbesondere die Frauen benutzen sollten, um sich selbst und um die Verbindung und die Beziehung in ihrem Leben aufrechtzuerhalten. Jetzt, unsere Weisen sagen, dass es sogar ein empfohlenes Verhältnis gibt von der Sprache, die positiv ist, von der Sprache, die aufbauend ist, von der Sprache, die Komplimente bedeutet, die einfach gute Rede und angenehm ist, zu der Sprache, die jetzt streng ist, zu der Sprache, die zurechtweist, zu der Sprache, die kritisiert. Hat jemand eine Idee, wie wäre ein Verhältnis? Wie ist es richtig, im Haus aufzubauen? Ungefähr. Okay, Sprache, die jetzt aufbaut und positiv ist, zu der Sprache, die eher negativ ausfällt. Ihr könnt ruhig die Mikros anmachen, reinschreien oder reinschreiben. 50-50, 80-20, nur positiv. 60-40? 60, von was mehr? Von einem positiven und 40 aber wieder konstruktive Kritik. Jetzt nicht nur, das war schlecht, sondern das war nicht so gut, man könnte das verbessern. Also, um die Person ein bisschen zu pushen in die richtige Richtung, in bessere Richtung. Okay, also wenn negativ, dann sowieso. Also wir reden sowieso, wenn wir über das Negative reden, es ist immer nur konstruktiv. Wir reden hier nicht davon, dass jemand seine Gefühle einfach nur entleert und davon ist eigentlich gar nicht, dass es passiert, ist allen klar, aber das ist nicht etwas, was wir bewusst in die Rechnung mit reinnehmen. Niemand hat geschrieben, 80 zu 20, das empfohlene Verhältnis ist 4 zu 1. Das heißt, es muss 4-mal mehr gute Kommentare geben als negative, als schlechte. Okay? Jetzt, warum ist das, wäre nicht 50-50 fairer? Es ist total klar, weil negative Kommentare, wir nehmen sie einfach sehr viel empfindlicher wahr. Die meisten Menschen nehmen sie sehr viel empfindlicher wahr. Wir brauchen nur eine Kleinigkeit zu hören. Man sieht es extrem bei den Teenagers und sofort fällt alles auseinander und sofort ist alles super schlimm. Wobei ein Kompliment manchmal total unbemerkt einfach durch die Reihen tanzt. Okay, das heißt, bevor der erste Gedanke, der überhaupt uns zu diesem Verhältnis bringt, ist, dass wir eigentlich bewusst uns machen. Baut es meine Beziehung auf oder zerstört es meine Beziehung? Es gibt ein exzellentes Buch, es ist geschrieben eigentlich, original über die Teenager und wie man mit ihnen zurechtkommt, aber eigentlich ist es exzellent für alle Beziehungen, das heißt Unthinking Teenagers. Und dort geht es im Großen und Ganzen darum, dass in jeder Kommunikation, insbesondere mit dem Teenager, soll es darum gehen, die Beziehung aufzubauen, die Beziehung wachsen zu lassen, die Beziehung stärker zu machen. Das heißt, egal was ich mache, ob ich jetzt mit meiner Teenage-Tochter zur Kosmetikerin gehe oder ihr, keine Ahnung was, ihre Ohrringe aussuche oder sie über die Sushis heute Abend komplimentiere, es geht immer darum, soweit wie ich das schaffe, natürlich, wir alle gehen manchmal vom Kurs weg, ja, aber das ist das, was ich bewusst anstrebe, ich baue die Beziehung aktiv auf. Jetzt manchmal ist es notwendig, die Beziehung ein bisschen zurechtzurücken, zu sagen, schon mal, hier hast du deine Grenzen verloren, hier ist es so. Okay, aber das darf maximal ein Kommentar,
ein negatives Kommentar sein zu 4 guten. Es gibt sogar eine Übung, wo man, und das kann man mit dem Partner, also mit dem Partner sollte, das, dieses Verhältnis wurde zu, in der Beziehung zu den Kindern empfohlen, mit dem Partner sollte das natürlich sehr viel wesentlich mehr positive Kommentare sein als negative, weil es ist extrem, extrem wichtig, dass wir, und es geht ja in diesem Kurs um unsere Ehe, ja, es ist wichtig, dass wir als Frauen, es ist unsere Stärke, dass wir Wachstum sehen, dass wir Wachstum sehen möchten, dass wir gerne möchten, dass andere Menschen sich ändern, dass andere Menschen weiterkommen. Okay, jetzt wie immer, eine Stärke wird immer auch eine Schwäche sein. Okay, und die Schwäche dahinter ist natürlich, dass wir manchmal zu sehr belehrend sind. Okay, und es ist sehr, sehr schwierig für einen Mann, eine starke romantische, eine starke eheliche Beziehung zu einer Lehrerin aufzubauen, die ihn die ganze Zeit nur zurechtweist. Okay, das heißt, er wird nicht mit jemandem gerne zusammen sein wollen, der eine Mama ist und sagt, nein, 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 hier nicht so, jetzt nimm mal so, nein, lieber du diese Schuhe an, nein, hier, du isst auf die falsche Art und Weise, jetzt mach mal das anders. Ja, es ist grundsätzlich für eine erwachsene Person anstrengend, unter solchen Bedingungen zu funktionieren. Und insbesondere für einen Mann gegenüber seiner Frau, es ist eigentlich fast unmöglich, in so einem Umfeld sich als Persönlichkeit zu fühlen und irgendwie produktiv wachsen zu wollen. Okay, das heißt, es ist extrem, extrem wichtig, dass wir unseren Männern gegenüber, und ich habe das in einem anderen Kontext erwähnt, ich habe mal mit jemandem geredet und diese Person fragte mich, wie viele Kinder hast du denn? Ich habe gesagt, ich habe 5 Kinder. Und sie meinte, nein, du hast 6 Kinder. Nein. Und ich habe gesagt, naja, es passiert mir öfters, dass Menschen mich korrigieren, aber es ist schon okay, ich habe 5. Sie meinte, nein, nein, du hast 6. Ich habe gesagt, was meinst du? Sie meinte, ja, dein Mann ist doch auch ein Kind. Zählst du ihn nicht mit? Und ich habe so ein bisschen geschmunzelt, weil es war nicht ein Ort, an dem ich ihr erklären konnte, dass ich niemals ein Kind heiraten würde und es total unter der Würde einer Frau ist, zu sagen, dass sie mit einem Kind verheiratet ist. Und schon, also in seiner Anwesenheit das zu tun, ist komplett sich selbst in der Ehefrauenrolle zu töten und ihn dabei mitzunehmen. Okay, aber das wird oft, und ich habe das oft schon nicht nur mir gegenüber, aber einfach erwähnt, wo Leute sagen, ja, aber du trägst ja sowieso deinen Mann. Nein, ich trage niemals eine erwachsene Person, zuständig für seine eigenen Sachen. Das heißt, ich bin nicht in einer Mama-Rolle. Und es ist nicht nur so, dass ich es nicht sage oder dass ich es nicht spiele. Ich bin das tatsächlich nicht. Es ist nicht meine Rolle, meinen Partner zu erziehen. Okay, Erziehung findet von 1 bis 6 ungefähr statt. Danach ist es schon ein bisschen Korrektion, aber sicherlich nicht mit 40, okay? Und sicherlich nicht von der eigenen Ehefrau, okay? Das heißt, es ist nicht meine Rolle, jemanden die ganze Zeit zurechtzuweisen, aber was ich sicherlich machen kann und sicherlich machen sollte, ist, die Menschen um mich herum zu stärken, dadurch, dass ich die guten Sachen, die sie machen, einfach ans Licht führe, dass ich es zeige, und ich werde gleich mehr im Einzelnen darüber reden, dass ich zeige, dass das Gute, was im Haus stattfindet, ich bemerke das, okay? Und das können Kleinigkeiten sein, aber es ist etwas, was eigentlich die Atmosphäre des Hauses sehr, sehr grundlegend verändert. Und ich kann mich erinnern, mein ältester Sohn, er ist jetzt fast 12, damals war er bestimmt 3 oder 4 Jahre alt, und er hatte danach geweint, und ich bin zu seinem Bett gekommen, um ihn zu beruhigen. Und er guckt mich an, so mit einem Auge, und sagt, Mama, du hast ein neues Nachthemd. Das sieht so, so aus. Und ich musste so lachen, weil das so eine Gewohnheit war. Das ist normal. Wenn du etwas Schönes siehst, dann bemerkst du es, und dann gibst du fast wie automatisch ein Kompliment. Und das ist etwas, was wir in unserem Haus geben wollen. Es gibt einige Art und Weisen, wie man jemandem ein Medizin verabreichen kann. Es gibt sehr invasive, man kann zum Beispiel eine Injektion machen, eine Tablette, eine was weiß ich was, aber man kann auch Aromatherapie machen, und das ist etwas sehr, sehr Effektives. Okay, man kann einfach einen Duft, oder ich mache das manchmal mit meinen Kindern, wenn sie sich nicht wohlfühlen in der Nacht, ich tropfe ein bisschen Öle auf das Kissen, und dann atmen sie es ein und fühlen sich am Morgen besser. Das ist eine sehr, sehr sanfte Art und Weise, Sachen zu verändern, aber eine sehr effektive, indem wir positiv reden, indem wir Komplimente verbreiten, indem wir das Gute bewusst bemerken, okay, dann wir verbreiten einen bestimmten Duft in unserem Haus. Okay, ein Duft, in dem sich Leute angenehm fühlen, und das wird sofort sogar von den kleinsten Menschen in unserem Haus aufgenommen, diese Positivität, dass ich meinen Fokus
sehr auf den guten Sachen habe. Und man kann sagen, ja, das ist so ein bisschen blöd, das ist so ein bisschen eine rosa eine Brille. Ja, das stimmt. Okay? In dem Sinne ist es so. Ich konzentriere mich auf den Guten. Das heißt nicht, dass ich Sachen, die nicht richtig laufen, nicht sehe. Aber ich verstehe, dass ich als Frau, ich habe die Fähigkeit, Sachen zu verändern, indem ich sie ein bisschen manchmal vergrößere. Okay? Besonders, wenn es um kleine Menschen geht. Ich vergrößere sie und ich zeige sie und ich spiegele sie den Menschen um mich herum zurück. Okay, und wenn diese Menschen sehen, dass es etwas ist, was ich schätze, was ich bemerkt habe, was wichtig ist, okay, sofort, es gibt ihnen Kraft. Wie viel gibt es uns Kraft, wenn jemand etwas bemerkt, was wir gemacht haben und es wirklich einfach nur sogar mit Worten uns zurückgibt? Okay, deswegen kommen wir jetzt zu ein bisschen konkreteren Sachen. Es gibt eine richtige Formel, okay, am besten aus 4 Schritten, aber wenn man sogar 3 davon macht, ist es schon ziemlich gut. Okay, 4 Schritte, die wir machen, wenn wir jemandem ein Kompliment machen wollen, wenn wir jemanden loben wollen. Okay, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir nicht einfach sagen, und es ist unglaublich, wenn etwas falsch läuft, plötzlich fallen uns unglaublich viele Adjektive ein. Plötzlich fallen uns sehr viele Worte und Erklärungen und Emotionen und so weiter. Okay, bei den positiven Sachen sagen wir, okay, danke, ist gut gelaufen, vielen Dank, super, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Okay, es ist alles sehr, sehr kurze Formen. Und wir müssen das umkehren, okay? Das heißt, wenn etwas falsch gelaufen ist, probieren wir es so sehr, wie wir können, die Klappe zu halten und wirklich zum Punkt zu bringen, so kurz wie möglich, was falsch gelaufen ist. Weil eigentlich in den meisten Fällen, besonders wenn es um erwachsene Leute geht, sie wissen, was falsch gelaufen ist. Wir müssen es nicht nochmal unter die Nase reiben. Aber wenn etwas richtig gelaufen ist, dann probiere ich schon einen ganzen Aufsatz darüber zu schreiben. Okay, jetzt 4 Schritte. Schritt Nummer 1, ich gebe mit meinen Worten wieder, was jetzt passiert ist. Das heißt zum Beispiel, ich sage, oh, ich sehe, du hast mir Blumen gebracht. Okay? Das heißt, ich sage nicht einfach, schön, danke. Okay? Nein, ich sage mit Worten, du hast mir meine Lieblingsblumen gebracht. Du hast, okay? Ich probiere so detailliert wie möglich zu erklären, was dabei gut gelaufen ist. Jetzt wiederum mit Kindern ist es nochmal so, dass Kinder dadurch überhaupt Worte lernen. Sie lernen, was bei dieser Aktion überhaupt gut gelaufen ist. Aber genauso Erwachsene, okay? Weil ich möchte, dass diese Aktion wiederholt wird, okay? Und deswegen, ich probiere so detailliert wie möglich und so poetisch, wie ich kann, ohne lächerlich zu klingen, okay? Ich probiere das der Person wiederzugeben. Das heißt, ich sage, meine Lieblingsblumen, du hast sie gebracht. Dann, diesen Schritt kann man mit Erwachsenen auslassen, mit Kindern sollte man den drin lassen. Das ist Labeln. Labeln heißt am besten eine Charaktereigenschaft da dran zu kleben. Okay? Ich würde sagen einem Kind, du hast, keine Ahnung, also hast das Wohnzimmer so schön aufgeräumt. Ich sehe, das ganze Spielzeug ist im Spielzeugkasten, die Stühle stehen schön beim Tisch. Das nenne ich Verantwortung, okay? Weil ein Kind lernt, oh, Verantwortung oder, keine Ahnung, Liebe zur Sauberkeit oder zur Ordnung, das ist das, was es ist. Bei Erwachsenen ist es, kann man das natürlich auslassen, okay? Aber manchmal würde ich auch mit meinem Mann ein bisschen einen Witz daraus machen. Ich würde sagen, oh, du hast meine Lieblings, keine Ahnung, was, Blumen gebracht, okay? Das nenne ich ein, keine Ahnung was, ein aufmerksamer Ehemann, okay? Und er wird lachen und ich werde lachen, aber das ist trotzdem wichtig für mich zu verstehen. Das gehört für mich dazu. Das ist etwas, was für mich wichtig ist, okay? Danach, im zweiten Schritt, also wir haben Kommentar, danach haben wir das Label. Der dritte Schritt ist sehr, sehr wichtig. Ich zeige oder ich spreche ein Gefühl aus, okay? Was tut es mit mir, okay? Wenn das passiert, was erzeugt diese Sache in mir. Ich sage, das macht mich so glücklich, wenn das passiert. Das erfreut mich so sehr. Oder das macht mich stolz. Das, okay? Das heißt, ich sage, was macht diese Sache, die du getan hast, mit mir? Okay? Wie ist das an meiner Emotion? Wie ist das an mich? Das heißt, das, was du gemacht hast, das ist bei mir angekommen als etwas sehr, sehr Angenehmes. Und Menschen, gesunde Menschen, haben das sehr, sehr gern, andere Menschen glücklich zu machen. Und wir haben das in einem anderen Unterricht gesagt, es ist ein Grundbedürfnis eines Ehemannes, seine Frau glücklich zu sehen. Und insbesondere, wenn er sieht, dass er und seine Tat dafür zuständig war, dass sie jetzt glücklich ist, das ist ein Bingo. Okay? Das heißt, ich sage, was passiert ist, ich labele das, ich sage, was für ein Gefühl das in mir ausgelöst hat und ich zeige oder ich sage ihm, wie sehr ich das schätze. Okay, das bedeutet mir wirklich viel, dass du das und das gemacht hast.
Okay? Und dann, Moment, was war das andere? Und dann kann ich am Ende das nochmal wiederholen, das und das ist passiert. Okay, das heißt, ich probiere so viel Kreativität und so viele Worte darauf zu verwenden, wie nur möglich. Okay, jetzt sehr interessant ist, viele von den Sachen, die wir schon im Unterricht davor besprochen haben, wir haben das immer darauf, damit angefangen, dass so wie wir eigentlich mit der Welt um uns herum umgehen, das reflektiert die Art und Weise, wie wir eigentlich mit uns selbst umgehen. Okay? Das heißt, die Sprache, die ich zu mir selbst spreche, in meinem Kopf, okay, wenn ich etwas gemacht habe, wenn etwas richtig oder falsch gelaufen ist, ich spiegele das 100% wieder, indem ich mit der Außenwelt kommuniziere. Das heißt, es wird für die meisten Menschen, die besonders im post-sowjetischen Raum aufgewachsen sind, meistens sehr, sehr schwierig sein, sogar zu bemerken, was gut gelaufen ist. Okay? Und es gibt im Englischen so einen Begriff, das heißt, catch me doing right. Okay? Das heißt, so wie fange mich, wenn ich etwas Richtiges tue. Es ist wichtig, sehr, sehr wichtig, überhaupt eine Sensibilität dafür zu entwickeln, was ist jetzt gut gelaufen? Was ist richtig gelaufen? Okay, bevor man überhaupt anfängt, das zu kommentieren. Okay, deswegen, ich würde vorschlagen, dass wir für das nächste Mal Sie die Hausaufgabe machen, wirklich 5-mal am Tag, okay, wenn 5 nicht geht, mit 3-mal am Tag anzufangen, einfach nur zu bemerken, ohne das zu kommentieren, das und das ist super gelaufen, in dem, was ich gemacht habe. Okay? Ich habe etwas gemacht und ich bin in der Lage, dass ich zum Beispiel, ich habe das gemacht, oh, das war die Selbstdisziplin, die ich jetzt gezeigt habe. Das und das habe ich gemacht, das war, keine Ahnung, was noch etwas Gutes, was passiert ist. Das heißt, ich muss es lernen, bei mir selbst mein eigenes Benehmen durchzuscannen und zu sehen, was für positive Momente gibt es überhaupt dort. Bevor ich überhaupt zu meiner Umwelt kommen kann und diese innere Stimme auf die Umwelt richten kann. Das heißt, die Art und Weise, wie ich mit mir selbst umgehe, zum Beispiel jemand, der sehr, sehr streng mit sich selbst ist, okay, der sich die ganze Zeit beschuldigt, der immer sagt, ja, und das und wieder, noch ein Fehler, das wird sofort in seiner Sprache reflektiert, okay, und das wird sein Umfeld sofort aufnehmen und ihm zurückgeben. Wogegen jemand, der eigentlich großzügig mit sich selbst ist, ein bisschen humorvoll und sagt, okay, falsch gelaufen, mache ich nächstes Mal richtig. Aber dort habe ich das richtig gemacht und hier habe ich das richtig gemacht. Weil die meisten Menschen, und wir sind ein Teil von diesen meisten Menschen, wir wachsen nicht, indem wir uns auffressen, dass wir etwas falsch gemacht haben. Wir wachsen meistens davon, dass wir Gutes bemerken, dass wir unsere Stärken sehen. Das war eine der ersten Übungen, die wir gemacht haben, mit den 50 Stärken, die wir haben und die 5 davon, die unser Core sind. Okay? Und wir reflektieren das sofort nach außen. Okay, wir sind in der Lage, das Gute in uns selbst anzuerkennen. Okay, und dann, wenn jemand kommt, und das ist so ein Lackmustest, einfach wirklich, wenn jemand zu uns kommt und uns ein Kompliment gibt, wir werden merken, wie unsere Reaktion sich verändert, je weiter wir in diese Akzeptanz des Guten in unserem Leben gehen. Ich war heute beruflich in einer Situation, wo, was auch immer, wir haben ein Interview geführt mit einem Paar. Und dann hat sich der Mann zu der Frau umgedreht und er hat einfach so ein bisschen im Witz, aber schon ernst, ihr gesagt, aber du bist ja einfach perfekt, okay? Und ihre Reaktion dabei war einfach faszinierend. Sie hat einfach nur so ganz klein gelächelt und hat gesagt, ja. Und das war aber so natürlich und so normal und so, sie ist dabei und hat, ach was, du musst es nicht sagen und so weiter. Ja, sie hat gesagt, ja. Okay, und das war einfach so süß zu sehen, ja. Eine Frau, die sich total akzeptiert, weiß sie, dass sie nicht perfekt ist, sicherlich, sie ist eine kluge Frau, okay? Aber sie war in der Lage, das einfach aufzunehmen. Jemand werft dir einen Blumenstrauß zu und du sagst, nein, das ist nicht für mich gedacht, vielleicht hatten sie jemand anderen in Sicht und nicht mich, das ist nur zufällig angekommen, ich stand nur gar, ja, wofür das Ganze, okay? Jemand gibt dir ein Geschenk, werft dir etwas zu, lerne es und wir haben wirklich in dem Programm, wo ich unterrichte, wir haben letztes Jahr ein ganzes Training gemacht über ein paar Stunden, wo ich mit den Studenten, wir haben es gelernt, Komplimente anzunehmen. Okay? Komplimente wirklich gesund anzunehmen. Jemand sagt dir, wow, du siehst heute so gut aus. Nicht irgendwas Schwachsinniges zurückzusagen, nein, aber in Wirklichkeit, ach nein, aber du siehst auch gut aus. Ah, ich bin aber nicht immer. Wer braucht diese ganzen Informationen? Okay? Einfach
das auszuhalten alleine, okay? Und zu sagen, danke, das fühlt sich so gut an, das zu hören. Okay, ohne das Gefühl zu haben, nein, ich muss jetzt, ich hatte eine Studentin und sie musste jedes Mal etwas zurücksagen. Du musst nicht zurücksagen. Jemand werft dir etwas Nettes zu. Du musst dich genug respektieren und genug lieben, dass du das aufhängst und sagst, danke, das ist so schön, das zu hören. Das freut mich wirklich. Okay, und das ist etwas, was manchmal natürlich ist. Ich habe Kinder, die schon in einem sehr, sehr jungen Alter, wenn jemand ihnen sagt, oh, du siehst aber so schön aus, die haben natürlicherweise diese Kraft, dass sie sagen Danke, ohne dabei rot zu werden, ohne irgendwie unnatürlich darauf zu reagieren, okay? Und die sich auch nicht rechtfertigen müssen, oh, du hast ein schönes Kleid, ja, aber ich habe das auf einem Sale gekauft, es war Sommerschluss, wen interessiert das alles? Das ist alles so, warum muss ich mich dafür rechtfertigen, dass etwas gut ist? Aber das alles fängt in meinem Kopf an, okay? Dass ich sage, ich habe bestimmte Geschenke von Hashem in meinem Leben bekommen. Und das ist super. Einige davon habe ich einfach so bekommen. Mit anderen habe ich lange gearbeitet, bis sie so weit gekommen sind, wie sie heute sind. Okay, aber wenn jemand das anerkennt, ich bin total okay damit. Es ist so, wie jemand kommt und würde sagen, weißt du hast eine Nase. Ja, das stimmt, ich habe eine Nase. Ich habe das auch schon länger gemerkt. Das ist tatsächlich so. Ich muss es nicht irgendwie rechtfertigen und ich muss mich auch dafür nicht mir schlecht oder insbesondere gut fühlen. Interessant ist, dass eigentlich eine Person sollte so weit kommen, dass wenn jemand einen kritisiert oder jemand einem ein Kompliment gibt, dass man emotional davon gleich viel oder gleich wenig gerührt ist. Okay, dass man sagt, das stimmt, ich fühle mich von innen aus so voll eigentlich. Es ist schön, dass du mir das zugeworfen hast, aber es ist jetzt keine riesige Neuigkeit. Okay, jetzt während wir das gesagt haben, dass wir eigentlich eine gewisse Unabhängigkeit entwickeln, indem wir auf die Reaktionen der Menschen eingehen. Wir haben das, ich glaube, im dritten Unterricht besprochen, dass wir sagen, die Tatsache, dass jemand etwas sagt, heißt nicht, dass es wahr ist. Noch nicht mal etwas, was ich selbst denke, ist unbedingt wahr. Ich habe die Fähigkeit, mich davon zu distanzieren und gleichzeitig, das ist sehr, sehr typisch talmudisches Denken, dass entgegengesetzte Sachen gleichzeitig wahr sind. Ich probiere so viel, wie ich kann, die pinke Brille anzuziehen, okay, und Gutes zu bemerken, okay, ich bemerke Gutes, was in meinem Umfeld vor sich geht, in dem ziehe ich dieses Gute an und ich entwickle eine gewisse Dankbarkeit, was die Essenz des jüdischen Volkes ist, für das, was passiert. Dankbarkeit mir selbst gegenüber, wenn ich etwas gut gemacht habe, Dankbarkeit Menschen, die mich umgeben und sie spüren das 100% und sie möchten natürlich das wiederholen, weil das sich gut anfühlt. Es ist schön, in einem Haus zu sein, was auf Positivität läuft, was darauf sich abstützt, dass man dankbar ist, sogar den kleinsten Menschen für die kleinsten Sachen. Okay? Und es ist wichtig zu verstehen, dass wir sind gerne in der Nähe der Menschen, die sich für uns gut anfühlen. Okay, und das ist das, was wir probieren zu tun. Das ist das, was mein Haus ist. Mein Haus ist ein Ort, in dem Menschen wissen, sie sind anerkannt. Ich habe Dankbarkeit ihnen gegenüber. Ich freue mich, wenn sie nach Hause kommen. Ich warte den ganzen Tag, dass sie von meine Kleine kommt, wenn man ins Haus sagt, Mama, du hast mich vermisst heute, ja? Ich weiß, dass du mich vermisst hast, okay? Weil das ist das Erste, was ich ihr sage. Sie geht wieder durch. Und ich sage, hast du mich vermisst? Sie sagt, nein, mein Kindergarten ist toll, okay? Aber das ist das, was passiert. Dein Haus ist ein warmer Ort, ein Ort, an dem alle sich gern aufhalten, gerade weil er mit der Sprache, mit der positiven Sprache so stark eigentlich aufgebaut wird. So, ich bin am Ende des Unterrichts angelangt. Wenn es irgendwelche Ideen, Fragen oder Sonstiges gibt, könnt ihr sie gerne stellen. Ich gucke gleich mal in den Chat, ob es hier etwas reingeschrieben wurde. Ich glaube heute nicht. Ah, hier 80:20. Irgendwelche Fragen, Ideen? Nein? Okay, dann danke, dass Sie da waren. Ich glaube, Sarah Elana wollte noch was sagen. Nein, ich hatte einfach einen Gedanken, dass du über die Kritik oder sagen wir die Kommentare, die nicht unbedingt der Wahrheit entsprechen. Ich denke mal, wir reagieren ganz anders, wenn jemand sagt, was offensichtlich ist oder was du über dich weißt und dich stört. Da reagierst du wahrscheinlich mit Konter, als wenn jemand sagt, ach Ita, du hast lange blonde Haare und du weißt ganz genau, das stimmt nicht. Dann reagierst du eher neutral und ruhig. Ich glaube, ja. Wollte einfach das hinzufügen.
Du meinst, dass wenn man den Charakter anspricht, dass es dann emotionaler wird, als wenn etwas offensichtlich Physisches falsch gesagt wird? Nicht gemacht, aber wenn das jemand, wir nehmen Komplimente schon an, aber meistens fühlen wir uns unsicher. Das heißt, wenn jemand jetzt irgendwas sagt über das Äußerliche, was dich stört persönlich, das muss nicht unbedingt der Wahrheit entsprechen, aber das stört dich persönlich, dann gehst du ganz anders, als wenn jemand komplett einen Unfug sagt. Und sagst du, stört mich nicht, dann reagierst du auch ganz anders. Ja, das kann, aber eigentlich, du solltest in, bezüglich deines Äußeren und genauso bezüglich deines Inneren, deines Charakters, so eine Klarheit haben, dass und so ein in gewisser Sicht so ein starkes Annehmen von dem, wer und was du bist, dass dich das erstens nicht wundert, wenn jemand dir das sagt. Das ist eine totale. Das ist etwas, was offensichtlich ist, okay? Und dass du, wenn es falsch gesagt wird, dich das auch wenig stört, weil das einfach ein Fehler ist. Okay, jemand hatte eine schmutzige Brille und hat etwas auf mich projiziert, was gar nichts mit mir direkt zu tun hat, okay? Aber eigentlich, es sollte aus einer sehr, sehr klaren inneren Klarheit darüber kommen, wer du bist, und einer Großzügigkeit, dass du es zulässt, dass man dir ein Geschenk gibt, dass man dir etwas Nettes sagt, dass man dir vielleicht mehr Nettes etwas sagt, als wirklich weiß. Und das ist okay, ein bisschen damit, weißt du, einen Witz zu machen und nicht gleich ein großes Drama. Ich habe neulich mit einer Verwandten von mir gesprochen. Ich habe angefangen, ihr Blumen zu schicken. Und sie hat gesagt, nein, um Gottes Willen, weil es waren Blumenläden länger zu. Man konnte nicht irgendwie lokal etwas bringen. Und sie hat gesagt, ich habe gesagt, was ist das Problem? Ich so, ja, du sollst kein Geld auf mich ausgeben. Weißt du, und dann haben wir dieses Thema durchgesprochen, wie tief das manchmal drin sitzt. Ich bin es nicht wert, das zu bekommen. Es gehört, ach nein, das ist gar nichts, okay? Sich selbst ein bisschen dabei zu beobachten, okay? Und zu wissen, warum nehme ich das nicht, warum gebe ich mir das selbst nicht und warum nehme ich das von anderen Menschen eigentlich nicht an? Und ich glaube, je mehr wir Positivität und je großzügiger wir mit positiven Worten werden, desto stärker und schneller wird sich unser Umfeld einfach aufbauen und die Sprache selbst wird einfach das Leben sehr, sehr grundlegend verändern. So, vielen, vielen Dank, dass Sie da waren. Es hat für mich großen Spaß gemacht, alle da zu sehen. Und wir sehen uns nächste Woche. Ich glaube, das wird dann der 7. Teil sein. Beim 8. Teil, das wird in 2 Wochen sein, werden wir über die Intimität sprechen. Und da wird es keine Aufnahme geben, nur die, die da sind, werden das hören. Ich stelle das sonst nirgends voraus. So, wir sehen uns alle, so Gott will, nächste Woche am Mittwoch um 21 Uhr. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Abend mit ganz vielen Komplimenten an sich selbst und einer höheren Annahme von sich und allem, was in unserem Leben gut ist. Einen schönen Abend. Danke, bis nächste Woche. War sehr schön, danke. Sehr gerne, ciao.